Wo ist das? Wo sind wir gerade? Im Gender King sind wir. Gender King. Im Gender King, Donauwörth. Auf dem manntragenden Flugplatz. Da sind wir heute, er hat's gesagt. Können wir es bitte nochmal machen? Das war scheiße. Hey Leute, willkommen zu unserem 3D Bros Video. Heute vom Horizon Air Meet in Gender Kingern. Let's go! Herzlich willkommen auf dem Horizon Air Meet 2022, auch von uns. Unsere Co-Moderatorin, die Sonja, die hat uns ja schon lieb begrüßt. Genau. Und ja, geile Veranstaltung dieses Jahr, weil es passiert wieder vor Ort. Es ist nicht mehr im Livestream, sondern wir haben hier Leute und sehr viele und Leute, wenn man mal hier nicht, einfach mal lang schaut. Gerade wenig, genau. Mal ganz gut schauen. Also eigentlich wieder wie damals. Vor 5 Jahren, wo alles ganz normal war. Genau. Und es ist saugeil, weil es halt wieder eine richtige Veranstaltung ist. Ne? Genau, einen Stream gibt es dieses Jahr anscheinend nicht mehr. Aber es ist eh viel cooler eigentlich, wenn man hier live vor Ort ist und sich das Ganze live anschauen kann. Von dem her bin ich mal gespannt, was heute hier so abgeht. Flieger sind dieses Jahr auch gefühlt irgendwie nochmal deutlich mehr da wie letztes Jahr. Ja. Also ist echt, echt... Auch sehr, sehr geile manntragende Sachen. Ja, ja, wir haben da hinten schon so eine Sue ist gerade hergerollt. Da geht schon richtig was ab und jetzt gucken wir mal, was hier so rumsteht. Ja Mann, das ist geil. Wir interviewen sicher wieder ein paar Leute heute. Also gucken wir mal, dass wir jemanden von Horizon irgendwie vor die Kamera kriegen, vielleicht den Stefan. Und ein paar Piloten und schauen so, wie die Stimmung hier ist. Es rennen auf jeden Fall ein paar bekannte Gesichter hier rum. Genau. Let's go, hätte ich gesagt. Let's go. Teampilot. Ja. Deswegen muss ich mit Ihnen ein kurzes Interview führen, um das Horizon Air Meet, auf dem wir uns gerade befinden. Okay, sehr schön, ja. Du hast ja deine neue Futura dabei, ne? Ja. Vielleicht wollen wir die mal kurz zeigen. Ja, man muss sie auspacken. Ist nämlich ein schickes Ding. Boah, geil. Ja, Mann. Ich würde sagen, kann sich sehen lassen, oder? Ja, man kann es reinschauen, wenn man will. Power-Safe-Empfänger vom Spektrum, komplett links vom Spektrum-Servos, Beuteltanks und Smoke darf natürlich auch nicht fehlen, ja. Nee, also ist aber geil, richtig clean aufgebaut und vor allem das Design gefällt mir voll gut bei der Futura. Das wäre jetzt auch mein Favorite gewesen, ehrlich gesagt. Unileit-Beleuchtung macht sich auch super im Dämmerungsflug. Mhm. Ja. Fliegst du heute Abend nochmal? Nein, ich bin heute Morgen schon geflogen. Heute Abend dann Dämmerungsflug von anderen Piloten dabei. Gestern Abend habe ich einen Flug gemacht, war top, ja. Geil. Vorhin hast du schon einen Flug gemacht, ne? Vorhin habe ich schon einen Flug gemacht, ja. War es noch windstiller, jetzt kommt der Wind wieder ein bisschen, aber passt. Ja, geil. Und wie findest du generell, die Stimmung ist gut, oder? Super. Nachdem 2 Jahre jetzt wieder live war, oder halb, sagen wir es so, super, dass wieder alle Leute da sind. Riesenspaß, volles Publikum. Ich glaube, man sieht es, wenn ihr schon mal. Ja, ja, wir haben vorhin schon mal ein bisschen gezeigt. Ja, genau. Ist geil. Camping ist voll, Parkplatz ist voll, ja. Stimmung ist super, Wetter passt. Was will man mehr? Was will man mehr, ne? Eben, geil. Coole Leute, passt. Sowieso. Dann danke dir. Gerne. Jetzt haben wir hier die Prominenz vom Horizon Air Meet am Start. Warte mal, ist Horizon Air Meet. Kann man so sagen. Wie lange seid ihr schon am Horizon Air Meet dabei? Ewig schon. Seit dem ersten Air Meet sind die Jungs schon mit am Start. Dieses Jahr wieder mit der kompletten Flotte. Was habt ihr jetzt alles dabei an Flugzeugen? Ja, wir starten heute als erstes mit den Starfightern von Airworld. Ja. Mit den Pizzen und mit dem BC-21. Ja, geil. Und die Pizzen habt ihr jetzt ja neu dieses Jahr, ne? Ist jetzt so eine neue Staffel. Genau. Das war schon immer so eine Herzensangelegenheit für uns. Wir haben gesagt, wir wollen schon immer mal so eine Pizza ist einzogen. Und natürlich rot sein, in dem Fall ganz klar, ausnahmsweise nicht Red Bull lackiert. Und
über lange Jahre haben wir das entwickelt und jetzt sind wir endlich so weit, dass wir fliegen können und sind auch richtig zufrieden und überrascht, wie gut das eigentlich funktioniert, weil wir gedacht haben, das wird so. Also ich muss auch echt sagen, so vom Flugbild her sieht es halt schon mega geil aus, weil die Pits sind eine klasse Lackierung, das macht einfach ein geiles Bild. Ne? Aber die Piloten haben die Flieger zwar nicht schlecht, aber die Piloten haben Juggle. Ja. Und dann, was halt krass ist, dass das Ding ja trotzdem im 3D einigermaßen geil geht. Einigermaßen. Also für so einen Doppeldecker halt, ne? Musst du ja trotzdem immer sehen und dafür ist es echt richtig gut. Sind wir sehr zufrieden. Also macht echt ein gutes Bild. Ja. Und das heißt, ihr habt heute wie viele Flugslots? Drei. Und so. Drei ist super. Geil, haben wir mal. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wie ist es dieses Jahr wieder? Genau. Wie ist es dieses Jahr wieder so mit Publikum hier? Schon geiler, oder? Wenn Leute da sind. Immer. Ganz was anderes, wenn da Zuschauer da sind und es sind auch nicht wenige Zuschauer, also richtig gut. Ja, doch. Das war die letzten Jahre auch sehr beeindruckend mit dem mit Live und so, mit dem ganzen Aufwand, was da drin worden ist. Aber Zuschauer sind Zuschauer, live ist live und kann man nur in Donau wieder sehen, das ist einfach so ist es. Euch sieht man meistens zu dritt, wie lange fliegt ihr jetzt schon zusammen, interessiert ihr euch vielleicht noch? Seit 2014, glaube ich, oder? Ja, seit 2014 zu dritt. Ja. Vorher waren es. Ja, insgesamt glaube ich, fliegen wir jetzt 15, 16 Jahre. Das ist eine Zweierformation und dann haben wir ihn mitgezogen. Haben wir es ein wenig aufgewertet, das Ganze? Großgezogen, ja. Ja, logisch. Wir haben ihn großgezogen und ich muss sagen, mit der Dreierformation kann man halt etwas andere Figuren fliegen. Und das ist aber ein Schwieriger von der Hauptteile. Das macht so Sinn. Das macht auf jeden Fall was her. Ja, ich hoffe es. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, wir machen euch jetzt ja auch Konkurrenz demnächst, ne? Ja, hoffentlich. Ja, sicher. Da kommt mal ein bisschen Druck von unten in die Bude, ne? Also der Druck ist meistens schnell da. Nee, geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Wetter passt ja perfekt dieses Jahr. Ist auch nicht so unendlich heiß wie letztes Jahr, ne? Steht nur, ja. Ist auch ganz okay. Und wir freuen uns auf einen geilen Tag. Gut. Hier Applaus für euch. Ja. Ja. Danke. Danke. Ja, super, danke euch. Ja, Jungs, viel Spaß noch. Achso, ein Thema noch, genau. Wer ein bisschen mehr zum Red Bull Aerobatic Team erfahren will, der kann sich gerne mal die Doku auf dem 3W Modellmotoren-Kanal anschauen. Da haben wir mal eine Doku mit euch gedreht, wo wir so die komplette Story, wie ihr zusammenarbeitet, was ihr so alles macht, da einfach mal abgefilmt. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie ihr sonst so tickt, ne? Genau. Mega Event, viele Leute, bestes Wetter, kein Wind, was will man mehr? Was will man mehr? Und alle sind mit den Segways am Start, klar. Ja? Das ist hier so der Klassiker. Klar, bei den weiten Strecken, wo man immer laufen muss, von Hangar zu Flypern, fährt man halt leichter mit dem Segway. Weil ja, da kommt man, hast du alles dabei dieses Jahr? Dieses Jahr fliege ich meine Action G bei Tag und mein Ares XL wieder und bei Nacht wieder meine Action 300 mit 4 Kilo Feuerwerk ungefähr. Mega. Und dann noch Bodenfeuerwerk und ja. Der Luca ist immer für die große Show bekannt. Ja. Geil. Mal schauen, ob alles zündet dieses Jahr. Das ist immer so ein Thema, gell? Das stimmt. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, danke. Florian Sporer von der Firma Modellbau Lindinger, heute für das Team Horizon hier am Start. Und ihr seid ja auch mit der Firma hier am Start, ne? Händler. Wir sind ein Händler für Horizon, natürlich auch recht groß vertreten. Wir haben hinten einen riesen Stand, wo wir halt die Spektrum-Sachen und E-Flat-Flieger und Tango 9-Flieger hauptsächlich verkaufen. Ja. Und läuft sehr gut soweit. Ja. Geil, sehr freut mich. Und jetzt auch wieder mit mehr Zuschauern, da sind wir am Stand los, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, es geht Zeit in der Früh richtig ab und es ist halt wieder cool, einfach normales Ami zu haben. Ja. Lohnt sich schon, ja. Auf jeden Fall. Ja. Bei euch alles gut? Fahrzeug? Ja, sicher. Ja. Wir sind schon den ganzen Tag hier am Filmen fleißig unterwegs und so. Ja. Einige Leute auch schon hier getroffen, die uns hier auch
aktiv verfolgen auf unseren sozialen Medien. Also das hat mich auch sehr gefreut. Da bin ich ja jetzt müssen wir attackieren. Also, was hattest du denn alles? Ich frage dich, was hattest du alles für Flugzeuge dabei? Ja, du weißt, es ist ein kleines Malheur passiert. Ja, heute Morgen leider ein bisschen Pech gehabt. Sicherheitsgründen habe ich das halt mal gelassen, weil ich halt nicht weiß, was jetzt genau ist, ob irgendwas feinsteuerungsmäßig ist oder so. Ja. Und einfach rein sicherheitsmäßig mit dem Publikum lassen wir das halt bleiben einfach. Ja. Weil gut wir sind mit Salto-Nachtflug und Salto-Ballern und so. Ja, das ist geil. Dein Nachtflug ist immer sehr gut, ja. Ja. Also vielleicht mal ganz kurz für die, die es nicht kennen, du hast ja so einen Turbinensalto gebaut. Genau, ja. Also Salto kennt man, das ist so ein Kunstflugsegler mit V-Leitwerk. Mhm, genau. Das ist eigentlich voll das klassische Modell und du hast halt eine Turbine reingebaut und die Auslässe kommen an der Seite am Hosenrohr. Am Hosenrohr, ja, genau. Ja, also, das, wie heißt das? Hosenrohr. Ja, Hosenrohr. Okay, krass. So. Wusste ich jetzt auch noch nicht, dass das da so was. Das war ganz lustig, das haben wir aus Karton gebaut und das haben wir zu JetCat geschickt und die haben das einfach dann nachgebaut. Ne? JetCat Hauptsponsor von Horizon Emmy daher. Ja. Und die haben das einfach so nachgebaut und dann haben wir das eingebaut und dann perfekt gepasst, ja. Ja, JetCat hat sich richtig gegönnt, die sind dickes Banner, ne? Richtig Banner, also, ist alles mega, cool. Richtig gut. Sieht man, jede Turbine, was fliegt, ist fast JetCat eigentlich. Ist eigentlich alles JetCat hier, das stimmt, ja. Ja, mega. Aber wieder mega Veranstaltung auf jeden Fall. Wie gesagt, mir ist ein kleines Malheur passiert mit meiner schönen Hangar 9 Cup. Aber leider, ja. Wie gesagt, nächstes Jahr kommen wir dreimal so stark zurück. Und so ist es. Passt das schon, ne? So geil. Und heute mal anmachen wir eine Party. Ja, sicher. Folgt uns. Also, du bist ja auch schon lange hier am Airmeet dabei, oder? Ja, seit dem ersten Airmeet bin ich dabei. Seit dem ersten mit dabei. Ich habe mich da angemeldet, weil ich es eben mal gesehen habe bei Horizon und da haben wir gesagt, da fahren wir mal hin. Wann war das erste vor? 14 Jahren. Vor 14 Jahren? Ja, da war der Stefan noch, mein Ältester, dabei, das erste Mal. Weil der Flo ist ja noch jünger. Oder der ist ja gerade frisch geschlüpft eigentlich. Genau, genau. Und da sind wir jedes Jahr dabei gewesen. Also ach, krass, okay. Wirklich, hast du das richtig mitbekommen, wie sich das entwickelt genau, hat? Genau, ja, das war so ja komplette weil am Anfang, Weiterentwicklung. Ja. Ja, am Anfang waren nur einfachere Modelle. Da waren alles noch ein bisschen kleiner eigentlich. Ja, genau. So. Ja, waren noch weniger Leute da wahrscheinlich. Auch, ja, aber es waren immer schon, also das war immer schon das bestbesuchte Event, was ich mir erinnern kann, also von Anfang an. Also, ich meine, am ersten waren es jetzt 20.000, 2.000 vielleicht oder ja, so. Ja, auch schon. Aber es hat sich entwickelt einfach, oder? Ja. Okay. Und was hat sich, was würdest du sagen, was vor allem hat sich da weiterentwickelt, die Technik oder die... Ja, die Modelle. Modelle also, vor einfach allem. Alles. Und auch natürlich am meisten Jet-Modelle sind jetzt natürlich. Ein extrem große Jet-Modelle. Ja, es ist schon extrem große Modelle. Weniger, was jetzt, sage ich mal, sich der normale Modellflieger leisten kann. Das finde ich auch immer total verrückt, wenn du so in die Flightline reinschaust, da stehen teilweise Modelle. Wenn die bei dir daheim auf dem Platz stehen, dann würdest du sagen, das ist ein Riesending. Ja, ja. 25 Kilo Jet. Voll ausgestattet mit Lichtern, Rauchpatronen, Smoke, allem drum und dran. Und dann steht es hier auf dem Feld und du denkst so... Ja, das ist eigentlich gar nicht. Ja. Ich denke immer, wenn ich zu Hause ein Modell baue, boah, im Keller, gell, das riesig, ist riesig. Ja. Und wenn du noch draußen stehst... Und dann stellst du da hin und denkst so, okay, ist ja gar nicht so. Genau, ja. So ist das. Ja, ja. Ja, aber das kann man hier erleben und das finde ich ja, auch geil. Ja, nein, das ist natürlich toll, dass man die ganze Palette mal sieht, was überhaupt möglich ist, oder? Ja. Ja, weil das siehst du, glaube ich, sonst... Nicht überall. So also als Zuschauer, ja klar, auf jeden Fall. Deswegen kommen ja auch viele immer wieder hier hin. Genau. Und ich glaube, viele freuen sich jetzt auch, dass es wieder vor Ort stattfinden kann, dass man auf hier, alle Fälle, ja, dass man hier hinkommen kann und die Leute sind man da sieht und eben, freuen eben sich. Wie die, schon am Donnerstag, wie sie angereist sind, die Leute, ich war selbst überrascht, oder? Ja, dass ja da so viele schon da waren. Ja, ja, die nehmen das ja so. Ja, der Campingplatz war voll am Donnerstag. Ja, war schon also ziemlich voll. Also in der ersten Reihe war nichts mehr. Echt Wahnsinn. Aber es nehmen die Leute halt wie ein Volksfest, sage ich mal so. Ja, voll. Ja, klar, kann man trinkst sagen, du Bier, isst du Wurst und dann... Genau. Genau, ja. Ja, das kann man hier alles machen. Ja, genau, ja, ist super. Ich danke dir. Danke auch. Passt. Also. Emma, wie findest du das Horizon Airmeet bisher? Wow. Wow. Ja, und wie gefallen dir so die Acts? Der ist super. Einfach großer Fan auch von Dominik Oltenmeier wahrscheinlich. Aber selten. So, wie ist so die Veranstaltung bisher? Gefällt es euch denn auch? Top. Ja. Film mich, wenn ich aufs Handy schaue, super Idee. Ja, einfach mal spontan von der Seite. Das einfach mal so ganz spontan. Einfach so. Ist immer gut. Super. Einfach so, ja? Cool. Ja, klar. Immer. Ja, ihr seid hier auch richtig teammäßig angekleidet, alle? Ja. Voll geil. Das ist für jeden Tag ein anderes T-Shirt, gell? Ja. Ja.
Was hatten wir gestern? Blau. Blau. Hey, wir ziehen 5 Tage immer das Gleiche an eigentlich. Ja, er zieht immer das Gleiche an. Einer, okay. Er hat 5 Orangen und dann trägt immer das. Und was gefällt dir am meisten so? Die Leute. Ja? Nein, aber auch die Flieger. Und am meisten freue ich mich auf die 5 Olfis, die gleich fliegen. Oh, das schauen wir uns an. Ja. Cool. Dann machen wir das jetzt. Da ist ja auch dein Freund dabei, ne? Ja. Der einfache Philipp. Exakt der. Oder wie er auf Instagram heißt, Simpenphil. Exakt. Also genau bitte der. Mal alle folgen, weil da ist Nina nämlich auch immer, du machst ja da auch mal Kameraarbeit, ne? Ja, ich mach nur hinter der Kamera, ja? Ich bin nicht vor der Kamera. Jetzt mal vor der Kamera. Eine vielleicht, Ausnahme, nur für dich. Vielleicht kannst du jetzt eine Karriere starten, jetzt kann dein Startpunkt. Ich glaube nicht. Okay. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann schaut mal gerne beim Simpenphil auf dem YouTube-Kanal vorbei. Weil die machen nämlich echt coole Videos zusammen. Ja, das ist definitiv. Follow. Genau. Zulle, wir laufen jetzt einmal so ein bisschen die Flightline ab und schauen einmal so ganz kurz, was hier so alles für Modelle dastehen. Also kurz, die Flightline ist unglaublich lang und ist echt voll. Also wir schauen mal kurz. Wir, ja, wir nehmen mal nur durch. So die Highlights raus. Ja, genau, genau. So. Also es sind ein paar echt geile Sachen dabei und die gehen wir jetzt mal kurz angucken. Let's go. Also wir haben hier 2 Zoos. Ich habe vorher zum Alex gesagt, früher habe ich ja immer diese ganzen Lexikons und so gelesen, da wusste ich echt Bescheid. Der und Typ war krass, früher war das so. Ich habe irgendwie wir müssen hier so kurz gucken. Das ist definitiv ein Highlight. Ja, kann man so machen, ne? Okay, die Hawk, die wurde auf jeden Fall vom Daniel Hirscher lackiert. Bekannter Lackierer und Airbrusher. Den haben wir der letzten getroffen und mal eben ein bisschen mit ihm geredet und ich fand, richtig cooler Typ so, mega bodenständig und was cool ist, dass der eigentlich auch so ein bisschen von, der ist ja gar nicht in der Richtung irgendwie ausgebildet oder nee, so. Nee, ich glaube, er hat mal Schreiner gelernt. Irgendwie oder Schreiner ja, oder sowas in die Richtung und hat irgendwann gemerkt, er mag das Lackieren und Airbrushen und so und dann angefangen einfach mal so zum Spaß, mehr oder weniger, wie ich es verstanden habe, mal so ein paar Flieger zu lackieren. Und es kam dann so geil raus, dass er jetzt, glaube ich, ausgebucht ist bis in 5 Jahre. Ja, seitdem ist er jetzt King Weil of Color quasi. Der macht halt, also ich kenne keinen, der krassere Color-Work macht so. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich richtig geil, so was der da zaubert. Bis ins letzte Detail teilweise, irgendwie mit so 3D-Sachen drin und so. Das ist so, ja, ist schon der Hammer. Hat man jetzt, glaube ich, auch auf der Hawk gesehen. Was ich vorher eigentlich noch sagen wollte, ich habe ja früher immer diese Lexikons gelesen und wusste dann irgendwie immer, welche Flieger das sind und so. Und mittlerweile muss ich sagen, gucke ich mir Flieger an und mir fällt es einfach irgendwie nicht mehr ein, aber okay. Wir haben hier 2 Zoos. Hier geht schon los. 2 Zoos. Die sind heute noch gar nicht geflogen, glaube ich. Irgendwas Russisches. Wodka. Wodka, Putin. Ja, genau. Irgendwas Russisches. Auf jeden Fall, die sind, glaube ich, noch nicht geflogen, aber auch sehr geiles Schienen so, passt sehr gut zusammen. Und auch viele Scale-Details. Also das sieht man hier auch so mit der Klappe hier oder mit den ganzen Nieten und den ganzen, ja, mit den ganzen Details einfach. Richtig krass, was da für Arbeit reingeht, dass das dann so dasteht. Jetzt gehen wir mal gleich weiter, sonst dauert es ewig. Genau, Mephisto ist heute auch noch nicht geflogen. Die 2 großen L39 sind heute schon geflogen. War echt eine geile Nummer, immer wieder diese riesen Jets da einfach mal zu sehen. Wir haben Warbirds da, wir haben Kunstflieger da. Hier ist noch für die Nachtshow nachher vorbereitet. Da filmen wir nachher auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen. Wenn es da dann losgeht. Was ich sagen muss, es sind immer mehr große Jets, wie jetzt zum Beispiel diese G91 hier. Ich muss euch ganz kurz unterbrechen, weil ich habe gerade Sprengmeister Cabraun gefunden. Hi. Der Kollege ist nachher unter anderem für die Nachtflugshow zuständig, beziehungsweise für die Special Effects in der Nachtflugshow. Ich bin mit dabei, sagen wir es mal so. Du bist auch mit dabei, genau. Ja. Wir haben nämlich vorhin schon das Feuerwerk zusammengesteckt, was da alles wie zündet, total verrückt. Und du bist ja hier Carve-Mitarbeiter, kann man sagen, eigentlich genau, der Carve-Vertriebler in Deutschland. Richtig, ja, ja. Und neben ein paar anderen genau, mache ich quasi das komplette Warehouse in Deutschland. Genau, da haben wir auch unsere Pits abgeholt bei dir. Richtig, ja, da sind wir mal sehr gespannt, wie das wird. Ja, gut für auf die kommende Saison. Ja. Das wird gut. Und du findest auch geil, Veranstaltung ist gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ermit. Ermit! Ja, dann spreng mal ein bisschen. Alles klar, bis dann. Also ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, der Vlog heute wird ziemlich zerrissen und Chaos behaftet. Aber ja, viele große Chats mittlerweile. Also der Trend geht ganz klar zu
für den großen Sachen. Wir haben schon überlegt, das Statement Bigger is Better irgendwie einzuführen. Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt mit unserer Pizza. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal... Doch, da gibt es ja schon ein Video. Ah, okay, da gibt es schon ein Video. Alles klar, da gibt es ein Video, das irgendwann dann mal kommt. Auf jeden Fall werden wir jetzt auch ein bisschen... Expandieren, genau. So kann man das durchaus ausdrücken. So, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was sonst noch da steht. Die F5 Tiger Staffel ist auch sehr, sehr geil. Das sind die zwei da. Das hat wirklich was, ja. Das hat richtig was. Ziemlich cool, weil es einfach mal was anderes ist. So. Sieht man nicht so aus. So, dann hier jede Menge Kunstflieger. 104 Zoll. Schlick. Hier noch eine Pizza. Das ist eine F86. Genau, hier zwei F86. Auch so voll das klassische Design irgendwie, sieht auch ziemlich cool aus. Und jetzt sind wir gerade mal 3 Meter gekommen, das heißt, wir gehen jetzt mal ein Stück, dass es hier nicht so lange dauert. Wir machen jetzt hier vielleicht mal so ein Flyby. So. Dem Alex ist was ins Auge gestochen. Anscheinend geht die Trendfarbe zu lila. Hier haben wir eine BD5. Mit einer sehr spannenden Lackierung. Ja, da kommen die Pizza da mal drauf hin, können Sie mal ein bisschen ranzoomen hier. Einen großen Applaus. Ja. Und ich glaube auch vom Daniel Hirschner lackiert, oder? Ich glaube ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sieht mir stark danach aus. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und wenn wir schon bei der Trendfarbe sind, geht's hier gleich weiter. Und ich muss sagen, das sieht auf dem Flieger richtig geil aus. Also hätte ich nicht gedacht, das passt voll, ja. Das passt echt richtig gut. So, hier ein Teil von der Carve-Staffel, die ganzen AT6, auch ziemlich cool, finde ich. Auch sehr geiler Propeller. Ja, spricht auch wieder für die Qualität, ne? Einer muss zu früh runter. Hier mit schönem Sternmotor drin, so muss es sein. Wenn dann richtig. Das ist halt, das ist, ich glaube, die haben sogar einen beleuchteten Motorraum. Also da gibt es eine Originalstaffel mit den 3 AT6, wie sie hier stehen quasi. Im Original sind jetzt, glaube ich, erst vor 2-3 Wochen in Oshkosh wieder geflogen. Und die fliegen auch in echt nachts tatsächlich mit Pyrotechnik. Und da sind auch die Motorräume beleuchtet. Wir können mal kurz ein Bild reinmachen, falls wir eins finden. Da sieht man das dann ganz, ganz gut, wie das da, oder wie cool das kommt, wenn der Motorraum beleuchtet ist. Eine F100. Genau, hier mal ganz, ganz dezent, 3 F100, 1, 2, 3. Ich glaube, das ist sogar exakt der Flieger, den wir in Thailand gefilmt haben schon. Das kann sein, ja. Auch von Carve, und ich finde eins der scalesten Modelle, die du so aus der Box rauskaufen kannst. Ja, das ist echt krass. Das sieht man ja hier, wenn man mal... Wenn man mal hier ein bisschen näher rangeht, wie das hier alles aussieht so. Die Maschine wiegt 8 Kilo, hat ungefähr 1,5 Liter Kerosin an Bord. Nee. Jetzt ist hier ein bisschen laut, aber hier haben wir noch die Jet Legends, heißen die, glaube ich, oder? Die Jet Legends Staffel F16, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 F16. Das kommt halt auch sehr, sehr geil zusammen. Kann man auch nicht dagegen sagen. Dann hier auch was ganz Spezielles. Das ist mir tatsächlich jetzt gerade erst aufgefallen, wo es der Alex hier gesagt hat, sonst hätte ich es gar nicht gesehen. B2 Bomber tatsächlich. Gibt es von Carve, ist aber ein Modell, was man sehr wenig leider sieht. Aber hier ist es und bis heute noch nicht geflogen. Aber ich bin gespannt. Oh, okay. Der Alex sagt, okay, alles klar. Heute Morgen schon geflogen, ich habe es leider nicht gesehen, aber hoffentlich fliegt er nochmal. Würde mich mal interessieren, wie sowas tatsächlich in der Luft dann aussieht. So, hier haben wir noch ein paar Turbo Ravens rumstehen. Ja, ein paar kleine Turbo Ravens. Ein paar kleine Turbo Ravens stehen da rum. So, hier haben wir einmal den Max Kubasik, Carve Teampilot. Ja. Und du fliegst gleich was Spezielles, ne? Ja, was sehr Spezielles. Ich weiß, das ist das neue Carve Model Fly Baby. Da ist ein Wallach 210 drin. Wie man sieht, eine hübsche Pilotin, ganz wichtig. Und ja, das macht riesen Spaß, das Ding zu fliegen, auch wenn man es nicht denkt, gerade so junge Piloten. Ja, wenn man dann sagt, ja, die können nur 3D und nur rumfliegen, nur rumballern. Super lustig, da auch mal eine Runde mit zu drehen, mal ein bisschen langsam hin und her zu tuckern. Und dann ja, zum Beispiel auch mal sowas wie das Torken zu machen.
was halt einfach für die Zuschauer dann was total crazy ist. Aussieht bei so einem Flieger. Ja. Aber wir können noch mal ganz kurz ein bisschen näher rangehen und es einmal zeigen. Weil hast du da irgendwas dran verändert, dass man damit talken kann, oder ist das original? Das ist alles original. Das ist vom Andreas, von Carf Models direkt gebaut worden. Ist der, ja, nicht zwei, das ist der erste Serienflieger, der Prototyp fliegt in den USA. Und nichts verändert, kein Schwerpunkt geändert. Ich habe es einfach so genommen, wie es da stand, und habe es damit probiert. Und das ging. Egal. Okay. Ja, voll geil, dann sind wir gleich mal gespannt auf der Film. Ja. Warte, wie findest du das so, dass da so eine Barbie im Cockpit ist? Das sieht so geil aus. Sieht so geil aus. Da fehlt noch so ein Prinz, der unten steht. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Nimm mal hier. Das ist Yassi, die Freundin von Markus. Du bist ja immer mit dabei eigentlich, überall. Und kommst ja auch aus voll der Modellfliegerfamilie eigentlich, ne? Modellfliegertochter, so fällt mich immer vor. Du bist damit aufgewachsen eigentlich. Ja, ja. Deswegen so die Craziness von dir. Die sie jetzt nach rechts wegfliegen sehen. Kennst du? Oder kommt die von dir? Nein. Die UH1D gibt es ja in der Form. Ja, mega. Erbi, das ist jedes Jahr ein Highlight. Sie wurde ja lange. Hi! Mir gefällt es hier so. Mir gefällt es super hier. Das Wetter ist perfekt. Die Leute sind toll. Könnt ihr mal bitte mir euren Lieblingsflieger hier zeigen? Mein Lieblingsflieger? Ja. Also ich finde die 5 Wolfis in der Luft dann super toll. Das macht einfach allgemein gutes Bild. Hier ist die Zeitrolle über den Platz geflogen. Ja, so viele. Ich finde ja die Pizzen cool. Vor allem die Mantragen, die groß, sieht schon geil aus. Weil die so einen nice Spiel ist, genau. Ja, ja. Und ja. Ich meine die ist auch krass. Das war eine richtige Show, ja. Ja, die hat mal kurz rausgehauen. Schaut sehr, sehr gut aus. Wollt ihr sonst noch irgendwas Wichtiges loswerden? Kommt zum Airmeet. Kommt zum Airmeet, weil das ist einfach geil. Man muss ja auch sagen, ihr fliegt ja sogar beide auch ein bisschen, ne? Ja, tue ich das. Wir fliegen beide ein bisschen, ja. Ja, man muss auch kommen, dass die auch mehr fliegen, weil es macht echt Spaß. Ohne Witz, man kann sich immer nur an Männer-Hobby. Yes. Demnächst, wenn wir erfahren, gibt es auch ein 3D-Assist-T-Shirt. Ja, wichtig. Wichtig. Für uns Mädels ein 3D-Assist. Das musst du dann drunter ziehen wenigstens. Ja, drunter. Also Timo Stamper, du bist hier mit Hauptverursacher für das Ganze. Ja, mit dem Stefan Wurm zusammen organisieren. Ja klar, wir ihr macht das immer zusammen, ne? Ja klar, wir sind auf jeden Fall ein Team. Stefan als Field Marketing Manager, ich fürs Marketing in der Zentrale in Europa. Ja. Und ja, wir veranstalten das, fangen wir ungefähr im März sogar schon an, weil es ist einfach super viel zu planen. Ja klar, natürlich. Jetzt dieses Jahr wieder komplett andere Planung als genau. Das Jahr davor. Genau, wir haben seit 2 Jahren Pandemie, haben wir jetzt endlich keine Zuschauerbeschränkung mehr. Und wenn man sich mal umguckt, ist es einfach Wahnsinn. Ja, unfassbar, rein dass alle Leute ne? wieder da sind. Wir haben Zuschauer in 5 Reihen hinterm Zaun sitzen. Wie viele Leute sind da? Ich träume von 20.000. Wäre schon geil, ne? Lass es echte 15 ja. sein. Also, ich freue mich, dass wir an die Jahre von vor der Pandemie anschließen können. Voll. Und ja, es ist auch toll, dass der Virus-Modellflug sich dadurch auch immer weiter verbreitet. Hat den Charme null verloren. Die Leute sind immer noch voll am Start und das ist auch zu Recht. Ja, also voll verdient. Veranstaltung ist mega. Was hat euch dazu bewegt, dieses Jahr den Livestream dann nicht zu machen? Ja, also wir haben natürlich eine gewisse Kannibalisierung. Ne, wenn du den Livestream fährst, dann hast du natürlich viele Leute, die auch uns zu Hause zuschauen wollen. Und wir möchten natürlich wirklich das Erlebnis live ermitteln. Ne? Also wir haben, wenn du hier hinterm Zaun sitzt oder wenn du hier vorne stehst wie wir beide, es ist einfach Gänsehaut. Ne? Du hast riesige ja. Modellflugzeuge zu Musik ja. mit einer genialen Moderation. Ja, also ich glaube, mit dem Livestream-Thema habt ihr bewiesen, das können wir auch. Und das hat auch mega geil funktioniert. Und aber live, wie du gerade sagst, Moderation, ein schönes, kühles Bier, vielleicht eine Wurst dazu und das einfach genießen. Jetzt wird es ja ein bisschen laut, aber das macht schon auf jeden Fall das Event einfach viel, viel geiler. Und deswegen kommt auf jeden Fall, falls ihr es dieses Jahr nicht geschafft habt, nächstes Jahr auf jeden Fall hier vorbei. Weil das, was ihr auf die Beine stellt, ist geil. Wirklich. Freut mich, dass es dir gefällt. Und wer nicht da sein kann, der kann auf Social Media halt auch die Highlights verfolgen. Also so ein bisschen verteilen wir ja auch auf den Instagram-Kanälen. Ja. So 1-2-3 Minuten Clips. Das gibt's auch. Cool, dass ihr hier wart. Ich danke dir. Alex.